Wahrheit und die Realität ineinander verschmelzen, dann sieht das so aus. Bereit? Bereit. So, Jungs, ich bin dran. Wir sehen uns dann am Wörthersee. Mach bloß keinen Kratzer rein. Ich bin auch ganz benebelt von dem super Sound dieses GTI-Monsters. Wir werden am liebsten natürlich sofort schon eine schnelle Runde fahren. Sie hätten sicherlich auch Spaß gehabt. Aber Klaus, da ist euch im Design noch ein super Wurf gelungen. Erzähl mal, wie die Proportionen und die Formen entstanden sind. Ja, ich glaube auch, das ist ein sehr beeindruckendes Auto. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das Ganze kam zustande durch einen Kontakt mit Sony, mit dem legendären Macher des Videospiels GT6, Katsunori San Yamauchi, und mit der ist heute auch hier, da steht er. Vielleicht einen kleinen Applaus. Ja. Katsunori, come to us. Very nice car, isn't it? Thank you. Ja, und wir wollten natürlich für das Videospiel die ultimative Proportion schaffen und das Auto so flach gedrückt, wie es nur geht, so breit gemacht, wie es nur geht, die GTI-Design-Elemente so übertragen in die virtuelle Welt, dass das eben extrem begehrenswert ist, extrem sportlich, extrem dynamisch. Mein wunderschönes Interieur, ganz reduziert, ganz Sportwagen, das zeigt eben, wie sehr man die GTI-Idee, die Sportlichkeit treiben kann, wenn man dann in der virtuellen Welt unterwegs ist. Ja.